Warum gerade Altobel? Altobel einfach aus dem Grund, in jungen Jahren war ich ja dann immer so mit dem Mobbyclub auch unterwegs. Das war so die Anfangszeiten. Ein Filter in Luckau gewesen und diese ganzen verrückten Sachen. Und ich habe schon immer gemerkt, so Altobel ist eher mein Ding. Und dann war ich auch früher viel auf Slalom und so Zeug. Und da sind ja viel C-Coupés und so weiter unterwegs gewesen. Und dadurch dieser Drang nach einem alten Obel. Und deswegen auch diese Suche nach C-Kadett. Und dann machst du aber das Bild so auf und siehst die Anzeige so. Und ich lachte Ars-Kona so an. Und das ist ja nun wirklich nicht gerade so ein mega verbreitetes Modell. Und du denkst dir so, diese Form, die Front, das hat schon was. Das ist mega geil. Und das war auch, wie wir dann dort waren, da in Niederbayern und uns das Auto angeschaut haben. Das war einfach, da habe ich gewusst, das ist das Auto, das muss ich haben. Das gefällt mir noch viel mehr wie ein C-Kadett oder wie alles andere. Weil das einfach vor der Form mit dieser spitz zulaufenden Front und allem, das ist einfach, die Proportionen passen und das hat mir einfach gefallen. Und auch der Gedanke aus dem Auto, wegen was Sportliches zu machen, weil es war ja eher so das Brot- und Butter-Auto, was Opa, Oma vielleicht mal gefahren haben. Und das hat sich auch bis heute bestätigt. Wenn du mit diesem Auto irgendwo hinkommst, die älteren Herrschaften, die erfreuen sich da immer dran. Und das ist das, was ich richtig geil finde, dass sich halt jeder darauf anspricht. Und gerade so ein Auto, und man muss halt dazu sagen, es gibt halt in Deutschland oder überhaupt Europa vielleicht 4, 5 gute Ars-Kronas, mehr gibt es nicht. Du hast immer ein spezielles Auto, was nicht an jeder Ecke rumsteht. Und das ist eigentlich so der Grund, warum Ars-Krona. Ich bin der Daniel, ich bin 39. Gebürtiger Erzgebirgler, wohne jetzt hier schon einige Zeit in Oberfranken und ich habe die Ehre, ich stelle euch heute hier mein Altblech vor. Ja. Das war 2012. Man muss dazu sagen, ich bin jetzt schon seit 97 ein bisschen so auf Treffen unterwegs. Früher eher Obel-Szene. Dann später Marken offen. Hab dann eine Zeit lang Pause gemacht. Bin da Papa geworden und so weiter, halt das Übliche. Dann hat es mich 2012 wieder so ein bisschen drabbelt. Und dann war ich auf der Suche und wollte mir ein C-Kadett kaufen. Hab dann immerzu mobile ein bisschen beobachtet, Autoscout, das Übliche halt. Und naja, eines Tages bin ich dann über den Ars-Kona gestolpert im Netz, hab dort angerufen. Wir haben dann gleich einen Termin ausgemacht, das war in Niederbayern, da sind wir hingefahren mit einem Kumpel, haben das Ding in Probe gefahren, haben es angeschaut auf der Bühne, das war soweit alles brauchbar und dann haben wir gesagt, gut, wird es halt kein C-Kadett, nehmen wir halt mal einen Ars-Kona, hat auch nicht jeder. Haben dann mit dem ausgemacht, so das ganze Bibabo. Der hat dann sogar noch Düfte aufgemacht, die Haarzulassung und hat das Auto nach Hause geliefert. Also das war echt eine super Geschichte. Und so begann das Ganze. Das Auto kam, wie gesagt, frisch TÜV, frisch Haarzulassung. Die Stoßstangen haben gefehlt, ein paar Kleinteile. Das war so das Erste, was ich repariert habe. Bin dann eine Zeit lang auch so gefahren. In der Saison habe ich nicht recht viel gemacht, habe dann aber gleich gemerkt, was mich stört. Ich habe relativ viele Gerüche im Innenraum gehabt, weil die hatten da einen Fünfgang eingebaut, Fünfgang geht da. Allerdings die Schaltkulisse nicht gekürzt, das heißt der Schalthebel war mit einem eigenwillig reingeklopften Blech irgendwo auf Höhe des Handbremshebels. Das hat natürlich, erstens hat sich das nicht schön fahren lassen, es hat gestunken. Das war so die erste Aufgabe in 12.000, genau, da habe ich den Tunnel getauscht. Habe die Schaltkulisse vor dem Getriebe gekürzt, habe das gepasst, dass man da vernünftig damit fahren kann. Und dann ging das so in die nächste Saison, da sind wir dann arg vorn, einiges, bis dann halt wieder irgendwas Neues auftrat, was vorher nicht bekannt war. In dem Fall war es dann der Motor, der dann irgendwann einfach gar nicht mehr lief. Ich habe den dann zerlegt, da waren die Lagerschalen gefressen, Kolben platt, da war einfach alles hin und daraufhin haben wir dann beschlossen, mal einen neuen Motor zu bauen. Ursprünglich sollten 2,4er rein. Das habe ich dann aber verworfen, weil ich unbedingt auf H fahren wollte und in dem Auto gab es keinen 2,4er, da war 1,9er das Maximum. Haben den Block genommen als einziges, habe noch einen 2 Liter gekauft, habe den Block bohren, holen lassen und habe dann mit der Firma Macht Rally Technik haben wir dann den Motor neu gebaut, also haben wir einen 2 Liter Kopf komplett bearbeitet, haben Vergaser drauf gebaut, Weber, alles gemacht eigentlich, sind Schmiedekolben drin. Halt alles, was man halt so machen kann, ist dort gemacht, erleichterter Schwung. Das geht da, kann man beibehalten.
Und so ging das dann erstmal weiter. Das waren damals 40er-Weber. Das habe ich dann auch eine Zeit lang gefahren, das lief ganz gut. Wir haben den Motor später nochmal umgebaut mit 45er Vergaser, an anderem Hosenrohr, mit mehr Durchmesser, also doppelflutig mehr Durchmesser in der Gruppe A. Haben dann den Lüfter auf E-Lüfter umgebaut, um einfach alles aus dem Motor rauszuholen. Jetzt ist es eigentlich so, ich sag mal, ein Bergmotor, den kann man fahren, historisch konform. Ja, hat gut Leistung. Ist ausreichend vorhanden, sage ich jetzt mal. Übersetzt mit 367er Hinterachs, 5-Gang geht da. Bin ich die ganze Zeit mit 8x13 ADS gefahren. Also die meisten Landesautos so kennen mit 8x13 ADS. Das war aber übersetzungstechnisch vom Fahren her ja einfach irgendwann nimmer der Hit. Du kannst auf der Autobahn hinter einem LKW herschleigen. Das ist einfach nicht geil. Deswegen haben wir jetzt dieses Jahr auf die 8x14 BBS umgeschwenkt. Ja. Das Auto 2017 angefangen zu zerlegen. Ich habe dann über den Winter nichts gemacht und habe dann, ich glaube, das war so März, April, hat sich der Sven Schulz bei mir gemeldet und hat mich so gefragt, ob ich denn das Auto 2018 auf die Messe stelle. Das war zwar ungeplant, dass wir das Auto dann in der Zeit bauen, aber wir haben halt dann all die Sachen ein bisschen schneller machen müssen. Ich denke, das ist trotzdem alles ganz gut geworden. Ja, es ist jetzt fast so ein bisschen eskaliert, sag ich jetzt mal. Das Auto soll ja eigentlich rein zum Fahren sein. Jetzt ist es halt überall blitzeblank und alles glatt lackiert und alles. Es ist echt geil geworden. Bin da stolz drauf. Manchmal denke ich mir immer, oh, damit fahren. Aber schlussendlich ist mir es egal. Die Kiste wird drangenommen, so wie es sich gehört. Dafür ist es gebaut und es lässt sich leicht putzen. Und ja, wenn halt mal was dran ist, dann müssen wir es halt wieder richten. Also wir sind da echt völlig schmerzfrei. Also das denkt man immer nicht. Die meisten sagen immer, ja, mich haben ganz viele gefragt, ob ich das Auto irgendwo viel trailer. Sag ich, ja, trailern habe ich es, solange die 8x13 drauf waren, jetzt echt viel auf die weiten Strecken, weil es einfach unfahrbar war, weil du in diesem Auto auch, sag ich mal, nach einer Stunde Fahrzeit bist du da völlig high, weil die Vergaserdämpfe trotzdem irgendwo reindringen. Das ist halt einfach so. Und ich hoffe, die Erfahrung habe ich noch nicht, weil wir sind heuer noch nicht so viel gefahren. Ich hoffe, dass jetzt mit die 14 Zoll das einfach ein bisschen besser wird und wir Weidestrecken auf Achse zurücklegen können. Und ja, dass das Ding halt trotzdem noch genauso gut geht. Die ersten Dinge haben jetzt gezeigt, dass schon Unterschied ist zu vorher mit den 13 Zoll. Also das Auto fährt wirklich gut, es fährt da klappert nichts, es ist alles wie neu, das ist straff. Und es macht halt auch mega Spaß, es ist halt wirklich, ja, richtig gut zu fahren. Was haben wir dann noch gemacht? Die Innenausstattung, die haben wir vergeben, weil das ist das Einzige, was ich nicht kann. Nähen kann ich nicht, das haben wir einen Sattler gegeben. Der hat die wirklich also relativ originalgetreu wieder aufgebaut, auch mit dem Inlay in den Sitzen. Der hatte ewig rum, bis der das besorgt hatte. Da muss man echt mal sagen, top Leistung. Ja gut, Teppichrot gibt es nicht. Also ist auch nirgends zu kriegen, der ist nicht ganz perfekt. Ich wollte aber ein Rot, weil das am besten dazu gepasst hat. Einen schwarzen hätte ich einen neuen. Hat mir aber auch nicht gefallen. Dann habe ich den Himmel noch getauscht, habe da selber einen weiß perforierten wieder reingemacht. Ja, was ist noch so ein bisschen? Ja, das Auto hat ein paar Zusatzarmaturen, damit wir Öldruck und die Sache im Griff haben. Es hat sich dann auch herausgestellt, dass wir da noch ein bisschen Probleme haben auf der Landstraße, wenn man da ein bisschen härter fährt. Da haben wir dann später noch einen Ölkühler nachgerüstet. Das ist alles relativ in der Front versteckt, damit es ordentlich aussieht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja,
dann auf jeden Fall mal den Kanal abonnieren, ein Like da lassen, kommentieren, was auch immer, dass man ein bisschen Rückinfo hat. Ob euch das gefällt oder wie auch immer. Was ich noch machen möchte, ich möchte mich bedanken. In allererster Linie mal bei meiner Freundin für die Geduld, die du aufgebracht hast während diesem ganzen Umbau und so weiter. Und die Geduld, die du überhaupt mit mir hast, mit meinem ganzen Scheiß. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Wir sind ja viel unterwegs und alles. Ganz wichtig auch, die Altblechschmiede, Altblechschmiede Lützenreuth, für eure Unterstützung, für alles. Gerd Margit für die Gegebenheiten, dass wir hier überhaupt das alles bauen können. Sven Martin natürlich für die brutale Hilfe am Lack und auch alle anderen, die dann in diversen Notfällen immer mit am Mann waren und die Situationen, die es da gab, gerettet haben in unserem sehr kurzen Zeitplan, den wir da hatten. Auch ansonsten alle anderen, die ich jetzt vergessen habe, danke, dass ihr bei dem Projekt dabei wart und ja. Ciao.